Leute, willkommen zu einem neuen Video von mir. Wundert euch nicht, warum ich so aussehe. Ich werde euch heute nämlich zeigen, wie ich mich mit 14 geschminkt habe. Und das war wirklich eine reinste Katastrophe. Wenn ich an früher zurückdenke und mich jetzt mal so in den Spiegel anschaue. Ich habe viel zu viel Make-up benutzt. Ungelogen 100 Kilo. Okay, das ist jetzt echt übertrieben. Aber ohne Witz, Leute, ich habe mir so viel ins Gesicht geklatscht. Ich war eben gerade noch bei DM, weil ich mir so die Produkte kaufen wollte, die ich natürlich auch früher benutzt habe. Einige sind auch aus dem Sortiment gegangen, aber so ein paar konnte ich natürlich auch wiederfinden oder davon das erneuerte Produkt und das habe ich mir jetzt alles mal gekauft, auch in den Farben, wie ich sie früher benutzt habe. Und ja, ich würde sagen, wir starten jetzt einfach mal mit der Foundation. Ich habe früher immer eine Foundation aus der Tube von P2 in der Farbe 20 benutzt. Deswegen habe ich mir diese hier mal gekauft bei DM. Und ich bin echt gespannt, ob ich die genauso toll finde wie früher. Und ich würde sagen, wir tragen uns die jetzt mal auf. Ich habe die mir ganz normal mit den Fingern aufgetragen, weil ich damals nicht gewusst habe, was Pinsel und was sonst irgendwas sind. Also ich habe alles mit meinen Händen gemacht, weil Lidschatten und Blush und so, das war für mich damals noch ein Fremdwort. So, ich habe mir jetzt so ein bisschen aufs Gesicht aufgetragen und werde das jetzt mit meinen Fingern schön verreiben, wie ich das früher auch immer gemacht habe. So sieht das Ganze jetzt aus, wenn es aufgetragen ist. Und natürlich musste man das Ganze noch abpudern. Nicht mit einem Puderpinsel, sondern mit einer Puderquaste, die dann meistens auch immer in der Verpackung vom Puder mit dabei war. Allerdings hat dieses Puder, was ich mir jetzt von Essence geholt habe, keine Puderquaste mit integriert. Deswegen habe ich jetzt eine von mir genommen. Und das habe ich mir dann, wie gesagt, mit der Puderquaste auf das Gesicht aufgetragen. Schön dick, damit ich bloß nicht glänze. Und das Puder habe ich mir auch immer in der Farbe 20 gekauft oder quasi in der zweithellsten Farbe. Und hier habe ich jetzt auch von Essence die Farbe 02 und sieht eigentlich relativ dunkel aus, wenn man das jetzt so in der Verpackung anschaut. So, da bin ich dann immer ordentlich reingegangen mit der Puderquaste und habe angefangen, mir das ganze Gesicht abzupudern. Ungefähr so. Und wie man sieht, ist das sowas von orange. Oh mein Gott. Und ich könnte wetten, so sah ich früher auch aus. Auf der Stirn habe ich besonders viel Gas gegeben, weil ich meistens auf der Stirn sehr, sehr viele kleine Pickel hatte, als ich ungefähr 14 war. Und das musste natürlich auch alles schön abgepudert werden, damit man die ganzen Pickel natürlich hups nicht sieht. Wobei sowas das Ganze ja noch mehr verstopft und die Pickel, ja, da sieht man die Pickel eigentlich noch mehr, wenn man sowas macht, aber das habe ich damals nicht so wirklich verstanden. Das habe ich halt, wie gesagt, früher immer so gemacht, dass ich mir dann das komplette Gesicht abgepudert habe. Und dann habe ich auch schon weitergemacht mit der Mascara. Blush, Highlighter, Contour, das war früher alles für mich ein Fremdwort, deswegen mache ich direkt weiter mit den Wimpern. Und zwar habe ich diese Mascara hier früher benutzt, die es allerdings auch immer noch im Sortiment gibt bei Essence. Oh, die ist jetzt gerade dreckig von meinen Fingern. Die nennt sich Maximum Definition Volume Mascara. Und die habe ich wirklich damals geliebt und immer benutzt. Die hat so ein Gummibürstchen, so ein flexibles. Und ich bin gespannt, ob sie mir jetzt immer noch so gut gefällt wie früher. Meine Wimpern habe ich auch nicht gebogen. Das war alles, wie gesagt, ein Fremdwort für mich. Ich habe mir einfach nur die Wimpern getuscht. Und ich weiß noch ganz genau, dass ich früher sehr, sehr viele Komplimente in meiner Klasse bekommen habe, dass ich so lange Wimpern habe und welche Mascara ich benutze. Und die habe ich früher immer jedem weiterempfohlen. Jetzt müsst ihr euch festhalten. Für meine Lippen habe ich keinen Lippenstift benutzt, kein Labello oder sonst irgendwas, sondern einen Lipbalm, so einen hier, wo man mit dem Finger reingehen muss. Super, super hygienisch, gerade wenn man sich in der Schule gerne geschminkt hat, so wie ich, dass man jedes Mal mit seinen dreckigen Fingern da reingeht. Und das habe ich mir hier mal so über die Lippen gegeben. So ein bisschen Pflege halt, dass das Ganze dann auch schön glänzt. So. Und dann, weil mir das ja noch nicht gereicht hat, weil ich wollte immer die Lippen richtig schön nude haben. Da kam nämlich der Trend nude Lippen. Und weil es fast nirgendwo in der Drogerie wirklich einen nudefarbenen Lippenstift zu kaufen gab, habe ich den mir immer selber gemixt. So kreativ war ich nämlich früher. Dann habe ich mir früher so einen Concealerstift genommen, der eigentlich genauso aussah wie dieser hier. Den habe ich damals von meiner Tante geschenkt bekommen und der war noch vom H&M. Daran kann ich mich noch so gut erinnern. Den habe ich natürlich nicht mehr, deswegen habe ich jetzt diesen hier genommen. Und dann habe ich mir das schön über meine Lippen gegeben, ungefähr so, nur in die Mitte. Und oben auch. Und dann habe ich das Ganze so verteilt, sodass das so einen Perlglanzeffekt hatte, auch so ein bisschen durch halt diesen Lipbalm, den ich vorher aufgetragen habe. Und das Ganze so richtig schön weiß, tot aussah. So ungefähr. Hm, vielleicht noch ein bisschen heller. Ja. So habe ich das super gerne getragen früher. Also so richtig weiß, nude. Ja.
So, jetzt sind die Wimpern schon angetrocknet. Da habe ich mir jetzt noch eine Schicht drüber gegeben. Das werde ich jetzt auch machen. So sah das dann aus. Also mega cakey, aber gut. Und dann habe ich mir noch zwei verschiedene Kajals aufgetragen. Einmal ein grauen, das war ein Muss bei mir, und einmal einen schwarzen. Und ich werde euch jetzt zeigen, wie ich das gemacht habe. Mein schwarzer Kajal war immer so einer zum Rausdrehen. Und den habe ich mir dann immer auf der Wasserlinie aufgetragen. Weil ich fand, das sieht super, super geil aus, wenn man halt so ein richtig vertieftes Auge hatte. Heutzutage trage ich das gar nicht mehr, weil mich das einfach total stört, muss ich ganz ehrlich sagen, weil meine Augen da immer total anfangen zu tränen vom Kajal. So, oh, ich hasse Kajal. Also Kajal auf der Wasserlinie geht gar nicht mehr bei mir. Das habe ich früher so gemacht, also auch nicht so ganz schlimm, eher so dezenter. Und dann habe ich den grauen Kajal genommen und den habe ich mir unter den Wimpernkranz gegeben, Leute. Aber so fett, also das war wirklich so... So hat sich wirklich jeder früher geschminkt. Also es war voll der Trend irgendwie. Also so richtig, richtig dick unter dem Wimpernkranz. So. Und dann halt auch schön bis vorne hin. Mit meinen Augenbrauen habe ich nichts angestellt, weil ich hatte damals wirklich Affenaugenbrauen, aber sowas von Affenaugenbrauen. Die gingen wirklich so bis hier ungefähr, die waren sowas von dick und da wusste ich halt nicht, was ich machen soll. Mit 14,5 habe ich sie mir auch das erste Mal dann gezupft gehabt von meiner besten Freundin und sie war der Meinung, es würde viel hübscher aussehen, wenn ich sie mir von oben wegzupfe. Also hatte ich dann mit Ende 14 ungefähr solche Augenbrauen. Mir wurde hier oben alles weggezupft und wenn ich dann so nach oben geguckt habe, hat man wirklich diesen Abdruck gesehen, wo vorher meine Augenbraue war. Ihr dürft niemals eure Augenbrauen von oben zupfen, sondern immer von unten. Aber weil das von oben nicht so sehr wehgetan hat, haben wir das halt wie gesagt von oben gemacht. Und das war einfach Katastrophe, wirklich Katastrophe. Da habe ich mir dann auch einen Pony schneiden lassen, damit man das nicht gesehen hat, wie das Ganze danach gewachsen ist. Also ich sag's euch, als Teenager, ich habe nur Scheiße gemacht. Und so bin ich rumgelaufen, als ich 14 war. Eigentlich gar nicht so krass schlimm, außer dass mein Gesicht mega Make-up, cakey, was auch immer aussieht. Ja, ansonsten, wie gesagt, diese hellen Lippen, das war voll mein Markenzeichen. Ohne diese hellen Lippen bin ich nirgendwo rausgegangen. Und natürlich Fettkajal und 100 Schichten Wimperntusche, ne? Schreibt mir mal gerne in die Kommentare, welche Produkte ihr früher sehr, sehr gerne benutzt habt und wie ihr früher immer rumgelaufen seid. Das würde mich sowas von interessieren, ob ich die Einzige bin, die sich früher so scheiße geschminkt hat. So würde ich niemals mehr auf die Straße gehen. Ansonsten gebt mir doch gerne einen Daumen nach oben, falls ich auch mal nachstylen soll, wie ich mich früher angezogen habe. Das weiß ich nämlich auch noch. Da gab es nämlich auch so verschiedene Styles, die jeder mitgemacht hat. Ich sage es euch, jeder. Und da erkennen sich bestimmt auch sehr, sehr viele wieder da drin. Ja, ansonsten würde ich sagen, ich beende hiermit dieses Video. Ich hoffe, es hat euch unterhalten und bis bald. Ciao!